Ich bin Sabine Lauber, bin Modedesignerin und habe in Basel am Wettsteinplatz mein Atelier, wo ich ganz viel Zeit verbringe und an meinen Projekten arbeite. Ich spüre, dass da sehr viel passiert, sei das in der Kunst oder im Theater, Tanz oder eben auch in der Mode oder so in der Kreativwirtschaft. Und das ist natürlich für mich sehr wichtig. Also zum einen lebe ich ja da und natürlich ist es aber auch wichtig beim Arbeiten, dass man auch immer raus schaut. Und von dem her ist Basel für mich auch sehr ideal gelegen. Also ich bin hier eigentlich sehr schnell weit, es ist sehr gut angebunden. Ich bin schnell auch in Zürich oder in der Innerschweiz, aber kann natürlich auch, wenn ich das möchte, Richtung Ausland schauen. Ich bin 3 Stunden in Paris. Also ich gebe meine Produkte ja extern in Boutiquen in Verkauf und aber auch natürlich selber im Showroom hat man die Möglichkeit, bei mir vorbeizukommen. Meine Accessoire-Kollektion besteht aus verschiedenen Lederteilen, die als Schmuck gedacht sind. Das sind Modelle, die mit Lederriemen geflochten sind. Und die haben eigentlich sehr etwas Ornamentales an sich. Und speziell ist, dass eigentlich gerade jetzt auch die aktuelle Kollektion noch mehr als die erste, die in dieser Art ist, so wie eine Art Baukastensystem funktioniert. Das sind einzelne Modelle, wo man mit dem Verschluss, mit einem einfachen Knopfnietenverschluss, kann verbunden werden. Und man kann so eigentlich sehr spielerisch auch seine eigenen Schmuck-Accessoire zusammensetzen. Es beinhaltet eigentlich kleinere Teile, die zum Beispiel als Armband funktionieren. Aber wie gesagt, wenn man sie dann auch zusammenhängt oder mit anderen Teilen kombiniert, werden das eigentlich so Oberkörper- oder Ganzkörperschmuckteile. Mir ist sehr wichtig, dass das Material mich persönlich anspricht, dass ich es gerne in die Hände nehme, dass ich das gerne selber auf der Haut spüre. Das Leder ist natürlich das Material, das wo eigentlich die Menschheit schon extrem lang natürlich arbeitet damit. Mich selber spricht sehr an, ich glaube wirklich einfach so von den Eigenschaften. Ich finde die Geschmeidigkeit extrem etwas Schönes, die Haptik. Und auch in der Verarbeitung lässt es Sachen zu, die jetzt vielleicht aus Stoff nicht gleich möglich ist. Also sei es das Schneiden, nur schon der Akt vom Schneiden ist extrem etwas Schönes. Und dann ja, wirklich so die Weichheit. Man kann es aber auch steif machen. Es gibt ganz feines Leder bis zu sehr dickem. Also es hat eigentlich extrem eine Bandbreite von einer Erscheinung oder von einer Beschaffenheit. Also wie man auch im Showroom sieht, das Kleidungsstück oder auch andere Materialien begleitet mich während dem gleich. Also es ist wie gleich Teil von meiner Arbeit, das so ein bisschen grösser zu sehen. Oder auch beim Umsetzen vom Fotoshooting. Es ist nicht so, dass es dann nur die Lederteile gibt, sondern es gibt dann wie das Gesamte.